Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze. Und wir beginnen heute, wie versprochen, mit der Base des Tages. Ich hatte es ja gestern bereits angekündigt, dass es wieder oder wir wieder eine alte Sitte einführen. Und zwar habe ich früher immer einen Kandidaten aus den Kommentaren ausgelost und den im nächsten Clash of Clans Video besucht. Das Ganze läuft wie folgt. Ihr schreibt einen Kommentar unten rein, einen netten Kommentar, in den ihr Hashtag MatzeArmy dazu schreibt und euer Kürzel am besten. Und dann werdet ihr in der Folge besucht. Und ich habe hier den guten Justin ausgelost aus der letzten Folge. Die letzte Folge hatte übrigens 800 Klicks innerhalb von einem Tag. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Auch wenn man die Anzahl der Abonnenten im Verhältnis zu den Zuschauern quasi sieht. Das Einzige, was ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre ein paar mehr Daumen nach oben, weil 800 Zuschauer und trotzdem haben nur 60 Leute sich aktiv, was die Bewertung des Videos angeht, beteiligt. Das finde ich ein bisschen schade, denn ich denke, ein Daumen nach oben ist kostenlos. Von dem her könnt ihr ja heute mal das Ganze besser machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, einfach nur als Feedback. Und euch kostet es, wie gesagt, nichts. Das ist einfach nur ein mal draufdrücken und fertig. Und dann weiß ich auch, dass ihr da richtig Bock habt und das Ganze feiert. Ja, auf jeden Fall besuchen wir heute den Justin aus der Kingo Army. Der Justin ist Level 79, hat ein Rathaus Level 8. Ein wenig gerusht von den Mauern her auf jeden Fall. Ich denke mal allerdings auch, dass der gute Justin noch ein relativ frisches Rathaus... Na, wobei, nee, mittelmäßig. Das meiste ist hier schon auf Rathaus Level 8 Niveau, ne, hier Kanone, Bogenschützenturm, Bogenschützenturm, Kanone, Kanone. Also ist schon einiges auf dem Niveau vom Rathaus Level 8, genauso wie die dritte Luftabwehr. Ich glaube, oder war... Nee, aber er hat zumindest die Luftabwehr alles schon auf 6. Ich weiß gar nicht, ob eine dritte Luftabwehr bei Rathaus 8 dazugekommen ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall... So im Groben und Ganzen ist er da schon ein bisschen weiter. Also die Mauern könnten schon höher sein. Die hätten am besten oder wären am besten schon Level 7 gewesen, als er hochgegangen ist, weil es noch auf Rathaus Level 7 relativ billig ist, die Mauern zu machen, während es danach erst richtig hart wird. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, denn mit 500.000 Gold sind die Mauern für Rathaus 8 schon mächtig teuer. Und darüber würden wahrscheinlich diejenigen, die auf Rathaus 9 oder 10 sind, jetzt noch lachen, weil das bei denen noch viel, viel teurer ist. Aber zumindest kann man da dann auch Elixier dafür benutzen, das kann man hier jetzt noch nicht. Und ja, hier haben wir seine Bauarbeiterbase. Die Bauarbeiterbase ist Meisterhütte Level 5 und ich weiß gar nicht, wie ich eben auf 6 gekommen bin, naja, egal. Und hier oben haben wir den Zerschmetterer. Und das ist auch ein Base-Build, das ich bei der Meisterhütte auch relativ häufig sehe. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins der besten Base-Builds ist, aber man kann es auf jeden Fall so machen. Das würde ich unterschreiben. Ja, einheitentechnisch haben wir hier alles auf 8. Das ist solide auf jeden Fall. Wobei meine Strategie ist ja eher gewesen, ein paar Sachen auf 10 zu bringen, damit er hier richtig ballern. Und ich bin mit meiner Strategie auch deutlich höher. Ich bin bei 2500 Pokis. Und, weil dann kann ich halt trotzdem deutlich mehr gewinnen mit besseren Einheiten. Und drüben im Heimatdorf ist er, ja. Ja, da fehlt auch noch einiges. Also der Drache sollte auf Stufe 3 sein. Der Packer sollte auf Stufe 3 sein. Auch hier fehlt noch einiges. Die sollten alle halt irgendwann auf 5 sein zumindest. Hier der Blitzzauber sollte auch deutlich stärker sein, gerade weil man auf Rathaus 7, 8 die Drachenstrategie benutzt. Da braucht man dann zwei Blitzzauber auf 4. Genauso wie man den Bebenzauber eigentlich auch braucht und den Drachen auf 3. Also da ist noch einiges im Argen, aber ich habe dir jetzt einige Tipps gegeben, Justin, dann kannst du in Zukunft das Ganze besser machen. Ja, wie gesagt, mit den Base-Besuchen läuft es heute dann wieder genauso. In der nächsten normalen Folge wird wieder eine ausgelost aus diesen Kommentaren hier. Das heißt, wenn ihr heute kommentiert, werdet ihr ausgelost und es zählt auch nur dieses Video. Wenn jetzt ein Stream oder so online geht, das zählt nicht für
die Bewerbung als Base des Tages, sondern nur dieses Video hier. Also immer die letzte normale Folge, die ja immer so 10, 15 Minuten geht. Ihr könnt auch immer in der Clash of Clans Playlist gucken, da seht ihr immer ganz gut, welches die letzte Folge war. Und dann kommentiert ihr halt einfach einen Kommentar, schreibt ihr einfach einen Kommentar mit Hashtag MatheArmy, eurem Kürzel, und ihr schreibt vielleicht irgendwas Nettes zum Video oder zu mir oder was auch immer. Ja, so sieht das aus. Und in der letzten Folge haben einige gesagt, zeig mal weniger Bauarbeiter-Base-Angriffe, die sind relativ langweilig. Zeig doch mal lieber deine normalen Einheiten oder deine normalen Angriffe. Und dem Wunsch möchte ich natürlich entsprechen. Ihr wisst, ich versuche immer so ein bisschen die Kommentare zu lesen und auch so ein bisschen auf die Wünsche von euch einzugehen. Und kleine Ankündigung nochmal vorweg. Morgen wird es einen Livestream geben. Und zwar morgen um 9 Uhr. Nee, falsch. 8 Uhr werde ich anfangen. Bis 10 Uhr wird es einen Livestream geben. Ja, ich weiß, der eine oder andere hat wahrscheinlich keine Zeit. Der eine oder andere ist in der Schule oder ist es zu früh. Aber einen anderen Weg habe ich morgen nicht. Der nächste Livestream, der dann wieder ein bisschen zeitlich ein bisschen passender läuft, ist am Sonntag. Morgen früh wird es auch einen ganz normalen, reinen Base-Besuche-Livestream geben. Die sind meistens morgens. Und am Sonntag werden wir mal wieder einen Community-CK veranstalten. Am Sonntag wird es mal wieder einen Community-CK geben, wo ihr dann ich weiß noch nicht, ob ihr gegen den Hauptclan antreten könnt, aber zumindest werden die Clans untereinander fighten können. Das heißt, Matze YouTube gegen Matze Stream oder Matze Stream gegen Matze oder Matze gegen Matze YouTube. Irgendwie so. Irgendwas werden wir schon hinbekommen. Und wir suchen jetzt mal einen geeigneten Gegner, wo wir auch ordentlich Loot rausholen können. Und das hier ist meine Einheit. Das hier sind quasi meine Einheiten. Gut, es wäre jetzt schön gewesen, wenn ich in der Clanburg noch einen Packer bekommen hätte, aber es ist gerade 7.30 Uhr. Morgens kommt das da nicht immer so schnell an. Ich versuche immer was über 300.000 zumindest zu finden. Gerade im Video, sonst würde ich vielleicht sogar was noch höheres suchen, 350 oder 400.000. Aber hier haben wir einen guten, 360.000, den nehmen wir jetzt mal auseinander. Das Eklige bei dem hier ist, er hat seine ganzen Ressourcen in der Base, also er hat eingesammelt. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da reinkommen. Wir werden von der Seite hier gehen. So, machen wir das mal so. Zack. Ja, genau. Lauft alle zusammen und dann kämpft euch da in die Mauer rein. So, jetzt sind sie im Heal. Und jetzt schicke ich da nochmal ein paar Magier dazu. Bitte verteilt euch nicht. Lauft doch mal mit den Packern, ey. Idioten. So, aber es ist gut. Ich habe es geschafft, dass alle Packer in die Mitte laufen. Und das ist eigentlich immer mein Ziel. So, ich brauche mal den nächsten hier. So, und dann fighten sie sich da durch. So ist meine Strategie. Das heißt, ich setze sie immer so, dass sie beide dann nach innen laufen, im Idealfall. Klappt auch nicht immer. Und dann setze ich die anderen, damit die anderen dazulaufen. Und das hat diesmal hier ganz gut geklappt. So, die Base ist sogar auch schon weg. Sauber, ihr seht, es läuft eigentlich gerade richtig gut. Und ich habe noch nicht mal alle Magier gesetzt. Ich setze jetzt aber hier nochmal ein paar. Als Verstärkung. Es sieht zwar ein bisschen blöd aus, dass die alle auf einen Haufen sind, aber sind wir mal ganz ehrlich, gegen die Packer bringen die Multimörser gar nichts. Das heißt, wenn die da vorne weglaufen, die paar Damage, die vom Multimörser vielleicht kommen, die sind nicht schlimm. So, und hier werde ich jetzt nochmal einen Heal draufschmeißen. Außerdem ist es geil, wenn sie dann alle in den Heal reinlaufen, ist das so viel Heal bei denen. Die können sich alle, ich glaube, der Heal bringt 1400. Ihr seht jetzt, die sind alle wieder im grünen Bereich. So holen wir uns den Rest jetzt ganz, 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 ganz locker flockig. Ganz, ganz locker flockig. Also der erste Angriff hat super geklappt. Ich bin auch zurzeit, lass mich lügen, wir sind, glaube ich, gerade in Kristall 2. Also sind auch in einem relativ schweren Bereich und trotzdem hat das hier ganz gut geklappt.
will jetzt eben nur nochmal checken, stehen an den Ecken Häuser. Da steht eins. Da steht eins. Und jo, die beiden holen wir uns, damit wir noch die Stars voll machen. Und ja, jetzt komm. Magier, hui, jo, sauber. Haben wir also 3 Stars, sauber. Und der Boni ist 55.000 auf Kristall 2. Was auch nochmal ganz ordentlich ist, weil über 400.000 ist immer so mein Ziel, eigentlich alles in allem zu kommen. Was bei mir zurzeit ein Problem ist, ist, ich kann kein dunkles Elixier mehr einsammeln. Ihr seht das. Ich bin da randvoll. So, ich versuche jetzt nochmal einen Packer zu kriegen. Ich habe eben nicht mal meinen Barbarenkönig gebraucht und habe trotzdem 3 Stars gemacht. Und wir sind bei 2215. Ab 2200 ist man in Kristall 2. Das letzte Mal, als ich allerdings in Kristall 2, habe ich eigentlich eine Negativerfahrung gemacht. Denn es war so, dass in Kristall 2 doch deutlich viele oder die meisten Gegner Rathaus Level 9 waren und dementsprechend schon X-Bögen und so weiter und so fort. Und damit kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Da gehe ich nicht rein in die Base, weil da komme ich nicht halb so. Ja, doch. Also ich sag mal so, da kriege ich auch so 60-70% hin, aber das ist mir nicht genug. Das ist mir nicht genug. Oft kriegt man da nicht viel zu wenig von dem Loot. Dann geht man damit 200.000 nach Hause. Das ist nicht mein Plan. Das ist nicht meine Intention. Aber ihr habt jetzt mal gesehen, wie meine Strategie ungefähr läuft. Eben war es auch perfekt, muss ich sagen. Ich kann euch gleich nach dieser Runde auch nochmal den Verlauf zeigen, wie der aussieht. Guck hier zum Beispiel. Jetzt hätte ich hier 370.000 Gold, aber guck mal, die Mauern sind schon auf 9. X-Bögen, alles am Start, alles schon auf Rathaus Level 9 Niveau. Da sterben die Packers deutlich schneller. Ich glaube, wenn ich einen Packer Level 4 oder 5 hätte, wäre es okay. Hier auch, 560.000, natürlich. Interessant an sich, aber alles auch noch so verteilt, dass ich da nicht reinkomme oder nicht rankomme. Wobei, hier könnte man sogar noch drüber nachdenken, weil denn hier hat man das Ding ist, dass hier der Rest der Defense ist jetzt nicht besonders stark. Wir könnten es probieren, dann kann ich euch mal zeigen, wie das gegen so ein Rathaus 9 aussieht. Aber wir probieren es einfach mal. So. Guck mal, jetzt laufen die schon blöd. Warum auch immer die so kacke laufen gerade. Guck, jetzt ist schon Fail. Die müssen jetzt... Spätestens jetzt müssen die reinlaufen. Genau, lauft rein. Aber jetzt laufen sie rein und einer ist schon weg. That's not the deal, so ungefähr. Das ist nicht der Plan gewesen, den ich dahinter verfolgt habe. So, jetzt schön viele Magier mit rein. Damit wir da auch schnell durch die Base kommen. Und die sollen sich am besten gleich mal den ersten X-Bogen vornehmen. Das wäre ein Träumchen. So, den Heal musste ich jetzt rauswerfen, ganz einfach, weil die Magier gerade von den verdammten Kanonen da gekillt werden. Und jetzt holt euch den X-Bogen, bevor ihr gleich schon wieder abkackt. Na gut, der erste X-Bogen ist weg. Gut, aber ich habe auch schon den zweiten Heal verbraucht. So. So, so gut läuft das gerade nicht. So, jetzt sind die ganzen Magier down da. Aber wenn wir uns die Base da gleich noch holen. Na, was kommt da raus? Ja, fast gar nichts. Das heißt, wir haben hier ein Problemchen. Ich brauche noch ein bisschen was an Loot. Ja, komm, ich versuche hier unten nochmal... Zumindest nochmal hier eine Mine zu nehmen. Mitzunehmen. Jetzt kommt die Bombe da, ja. Egal. Es ging trotzdem fit. Wir haben jetzt, glaube ich, über 400.000 Gold. Und das ist das einzige Ziel. 457.000 Gold. Aber ihr habt halt gesehen, was ich meinte. Ne? Also der Loot war jetzt trotzdem gut. Wir haben auch trotzdem 2 Sterne geholt. Wir haben auch trotzdem 19 Pokale geholt, was auch ordentlich ist. Aber man kommt da halt nicht so leicht durch. Gut, wenn ich jetzt noch den Packer gehabt hätte aus der Clanburg, wenn da jemand einen reingepackt hätte, irgendwie ein 6er Packer oder ein 5er,
dann wäre ich da vielleicht deutlich weitergekommen. Außerdem sind die Packer nicht ideal gelaufen, ihr habt das gesehen. Eigentlich ist es besser, wenn die alle zusammenlaufen, weil wenn die nach außen laufen, habt ihr ja gesehen, die beiden waren schnell down. Wenn die da alleine rumlaufen und von allen beschossen werden, aber wenn alle im Zentrum laufen und sich der ganze Damage aufteilt und alle mit zusammen im Heal stehen, wenn der Heal kommt, dann ist das Bombe. Also so ist der Plan eigentlich. Im Endeffekt hat es trotzdem noch eben einigermaßen geklappt. Ich dachte schon, die laufen komplett außen rum. Das wäre scheiße gewesen. Ja, ging fit. Der Loot war gut, also von dem her kann man nicht meckern. Ich zeige euch nochmal meinen Verlauf, habe ich ja versprochen. Hier haben wir den Angriffslog, so sieht's aus. Ne, also hier bin in dem Bereich finde ich eigentlich immer ganz gute Gegner. Ihr seht das hier am Loot. Es geht mir auch aktuell nur um Gold. Also wenn ihr euch manchmal wundert hier, kaum Elixier, ist mir scheißegal. Ich brauche zurzeit nur Gold. Elixier, ich glaube, ich kann nur noch ein oder zwei Dinge hier mit Elixier machen. Von dem her ist es Wayne. Und ihr seht, ich habe sogar genug Elixier. Ich kann euch nochmal zeigen, wie ich die Einheiten quasi einsetze. Also fünfmal den Packer. Und 14, ja, jetzt habe ich hier 14 Magier. Ich habe hier noch ein paar Magier stehen, die ich eben nicht eingesetzt habe, weil es Verschwendung gewesen wäre. Man könnte auch noch drei Mauerbrecher mitnehmen, damit man die Mauer vielleicht doch da zerstört bekommt, wo man sie zerstört haben möchte und die nicht so falsch laufen. Das werde ich jetzt selbst auch nochmal ein bisschen austesten mit den Mauerbrechern. Aber ich bin so, ich kriege das mit den Mauerbrechern immer nicht hin, die so richtig zu steuern. Die laufen immer falsch bei mir. So. Aber sonst könntet ihr auch die Mauerbrecher weglassen, wenn ihr denkt, ihr kriegt das so hin, dass die in die richtige Stelle reinlaufen. Müsst ihr halt versuchen, dass die so zusammenlaufen und dann gehen sie irgendwann in die Mauer rein. Oder auf die Mauer. Und dann gehen sie halt dementsprechend in die Base und entkernen das Ganze. So, und dann einfach nur Heal mitnehmen. Ja. Ich würde sagen, ihr könnt gerne eure Erfahrungen zu der Strategie mal unten reinschreiben. Und, ja. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Mich würde interessieren, falls einer von euch das Ganze mal mit Wut ausprobiert, wie gut das funktioniert. Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt stabil, haut da rein. Ciao.